Er sagte, ich solle Urlaub machen und schon saß ich im Flugzeug. Geh und besuch deinen Bruder. Du fliegst morgen. Willkommen in Bangkok. Schön, dass du hier bist. Ladies, kümmert euch um meinen kleinen Bruder, okay? Guten Morgen. Bist du mein Babysitter? Ich halte Berufliches und Privates streng getrennt. So ganz allmählich fange ich an, Bangkok zu mögen. Wissen Sie eigentlich, wie gefährlich dieses Weib ist? Ich habe nichts zu tun mit eurem Geld. Dein New York-Brüderchen schon. In welcher Summe reden wir eigentlich? Was zum Teufel geht hier vor? Die Thai-Mafia kontrolliert die ganze Region. Isha hat Geld gewaschen für die Chapur. Die haben eine Menge Kohle verloren. Sie haben illegale Finanzcodes, die für die Thai-Mafia bestimmt waren, um die halbe Welt transportiert. Wir wurden heute Abend verfolgt. Von wem? Du musst einfach mehr wissen. Du weißt ja nicht mal, wie deine Angestellten leben. Wer sind diese Kerle? Jetzt soll ich deinen Geschäftspartner auf der anderen Seite des Planeten finden? Dieses Geld flitzt jetzt irgendwo im Cyberspace rum. Der einzige Mann, der weiß, wo es ist, sitzt im Knast. Ist mein Bruder reingelegt worden? Ein Unfall ist nichts Ungewöhnliches in Bangkok. Volle Straßen, durchgeknallte Fahrer. Ich habe keine Ahnung, wovon du redest, Mann. Und warum bist du dann hier? Ich habe doch gesagt, dass ich Urlaub mache! Ich sehe, du lebst noch. Und du bist noch hier.